Willkommen zurück zu einer weiteren rätseltastischen Folge von Paper Mario 2, die Legende vom Echonitor. Ja, Freunde, im letzten Part haben wir einen schönen Kampf gegen das Schattentrio und Rumpel gehabt, wo auch die gute Roberta... Nee, war es Roberta? Brunhilde, Entschuldigung. Geschafft hat, beim Kumpel Cray sein Disconnect zu verpassen, sodass er mich moralisch nicht mehr unterstützen konnte. Aber... das hat nicht geklappt, das Schattentrio ist besiegt. Weitere Rätsel hier sind gelöst worden. Und jetzt geht's wohl anscheinend mit dem Rätselspaß weiter, ne? Wie findest du das, lieber Craze? Das ist super. Die Abonnenten freuen sich auch. Also von daher. Ja, sehr schön. Und ich glaube, ich habe das Rätselchen schon jetzt geschnallt, liebe Freunde. Ja, wie könnte es auch anders sein, ne? Natürlich kommt auch diese Fähigkeit zum Einsatz. Aber das war leicht, das Rätsel hier. So. Hoi. Hoi, 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 hoi. Oh, bitte lass da was Gutes drin sein. Bitte, eine schöne Begrüßung. Oh. Oh nein. Craze? Lohnt sich ein zweiter Kraftpunsch, oder... Obwohl, guck mal, die Tarnkappe kann ich ja wegwerfen, oder? Okay, kann weg. Tarnkappe ist nicht so... Wenn es ein Wulaken wäre, hätte ich es mitgenommen, aber im Vergleich zu einem Kraftpunsch, definitiv ist der wertvoller als ein Tarnkappe, ne? Ja, weg damit. Ja, sehr schön, Freundin. Haben wir direkt mal weitere Power bekommen, ganz zu Anfang. Das ist doch schön. Und glaubt ihr ernsthaft, das Rätselchen check ich nicht? Freunde, da müsst ihr euch was Besseres einfallen lassen, aber nicht das. Oh. Ich glaube, ich muss nochmal zurück, liebe Freunde. Weil ich kann mir denken, was zu tun ist. Ich habe da was im letzten Raum gesehen. Craze wird sich denken, ja, was meine ich wohl gerade? Das wird genau was du meinst. Da habe ich nämlich was an der Wand gesehen, was dem hier gerade mit den Schaltern ähnelt. Da gab es nämlich auch Sterne, die waren erleuchtet und andere wiederum waren es nicht. Aber ich sehe mir erstmal kurz an, wie viele wir haben. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passend, es gibt auch 7 Sterne. Ich muss mir nur von links nach rechts die Nummer merken, welche aktiviert werden muss. Aber es sollte nicht so schwer sein. So. Genau das hier meine ich. Nummer 1, 3, 4 und 6. Das hier meine ich. 1, 3, 4, 6. Aber schöne Rätsel, schöne. Da würde man jetzt auch erstmal sich fragen, wie geht's weiter. Aber Freunde, auch das wurde direkt begriffen. 1, 3, 4, 6. So, also, den wollt ihr erleuchtet haben. Den, den und den. Top, Freunde! Und das bringt uns was? Das ist 3, 4 und 6. Kapitel 1 war gut. Kapitel 3 war das Beste, Kapitel 4 war scheiße und Kapitel 6 war auch richtig. Mhm. Also bis auf Kapitel 4 kann ich die leuchtenden Sterne komplett nachvollziehen. Ja, sehr schön. Obwohl Kapitel 4 in dem Remake auch deutlich besser gemacht wurde, das muss man ja für ganz gut halten. Allein mit der Röhre, richtig. Ja. Aber ich hätte mich auch schon gefreut, wenn man die Röhre schon aktiviert hätte, als Mario seinen Körper verloren hätte. Verstehst du, was ich meine? Ja, wäre besser gewesen. Spätestens ab da hätten die das wirklich schon machen müssen, weil du musstest halt zurück, da musstest du wieder dahin und erst dann ging das mit der Barbröhre. Also eigentlich ist diese Röhre auch sehr gut nur geeignet für Postgame-Content, wo man die ganzen Items noch, wenn man noch ein paar Items noch das Spiel auch frei holen will, ein paar Sachen zum Rezepte kochen. Ansonsten, sie hätten es besser machen können, sagen wir es so. Richtig. So, und jetzt muss ich mal überlegen, wie geht's jetzt weiter. Ich glaube, ich muss jetzt ein Stück zurück, kann das sein?
Also ich wüsste nicht wo sonst, Freunde. Weil es gab ja da den Ort nach rechts weiter, wo wir nicht weitergehen konnten. Ja, genau hier. Weil vielleicht hat sich da oben jetzt was getan. Ach, guck mal, jetzt spielt der Block wieder mit, Freunde. Im letzten Part hat er echt Faxen gemacht, Alter. Ja, Block. Der letzte Part war wohl einfach der Part der technischen Differenzen. Aber gut, wir können weiter, liebe Freunde. Und geht's jetzt hier weiter oder wo sollen wir jetzt lang? Oder müssen wir noch weiter zurück? Genau, weil das System funktioniert ja jetzt wieder. Und zwar ja. Ast rein. Denn jetzt von uns, Leute? Ja, das geht nur zurück, aber ich glaube nicht, dass wir das tun sollten, oder? Ah, wobei, gar nicht so schlecht, dass wir hier sind, Freunde, dann heile ich mich nämlich einmal flux. Beziehungsweise fülle mal wieder meine BP auf. Nee, Freunde, dann würde ich sagen, skippe ich mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, wo es weitergeht. Ah, Freunde, manchmal hat man echt Tomaten auf den Augen. Warum nicht eigentlich hier lang, hä? Meine Güte, ey. Ich bin sogar eiskalt dran vorbeigegangen, ohne zu merken, dass sich das hier jetzt dreht, Leute. Gott. Der Professor Layton wird nicht aus dir. Aber gut, jetzt können wir endlich weiter. Aber hey, Freunde, so schlecht war das Zurückgehen auch nicht, denn dadurch konnte ich ja immerhin meine BP nochmal auffüllen. Und denkt ihr wirklich, ich sehe das nicht, Leute? Haltet ihr mich wirklich für so eine Blitzschleiche? Gerade hat es funktioniert, ja, aber diesmal nicht. So. Und was erwartet uns hier? Wow, Münzen. Wir sind schon rich genug, liebes Game. Ach nee. Was sollen diese Spielchen hier, hä? Ja, ihr wollt mich ärgern, ne? Ihr wollt es wieder wissen. Aber wisst ihr was? Das Spielchen kann man auch zu zweit spielen, Leute. Das Spiel ärgert mich relativ gerne. Aber hier, guck mal. Ich glaube, das ist keine schlechte Sache, was ich hier gerade mache, oder? So in dieser Haltung zu gehen. So. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass Leute das so machen. Echt? Aber ich glaube, anders ist es ganz schön schwer, oder? Das heißt schwer. Und natürlich, liebe Freunde, der Papierflieger darf auch nicht fehlen. Oh, Grace! Da unten! Komm her, mein Kleiner. Nein! Ihr seid das allerletzte, Freunde, aber den muss ich unbedingt haben. Den muss ich unbedingt haben. Ey, Grace, wirklich, wenn ich den nicht hole, bin ich echt der Dümmste auf der Erde, wirklich. Den brauche ich. Ich habe nur einen. Und ja, Freunde, ich bin zwar runtergeflogen, aber wisst ihr was? Das ist so pieps egal. Denn wir bekommen jetzt was weiteres, hoffe ich, was auch sehr wichtig wird fürs Let's Play. Level up!
Es reicht sogar haargenau, liebe Freunde, fürs nächste Levelchen. Und ja, Freunde, tatsächlich werde ich wieder erstmal die OP nehmen. Dass es schon mit Grace abgesprochen ist, hat definitiv seinen Zweck. Weil er würde jetzt sagen, erhöhe die BP oder erhöhe KP oder nimm den Power. Pardots Ohren. Aber das kann ich jetzt, liebe Freunde. So, und das machen wir jetzt auch mal direkt. So, bam. Ich habe den allerdings, noch nie eingesetzt. Pardots, der beste Ort des Spiels, und legt sie echt erst kurz vor Finale an. Das ist Wunder, dass du noch nicht Game Over gegangen bist. Ah, und Freunde, seht mal, sogar Luigi gesellt sich wieder dem Publikum zu. Das heißt, es gibt mehr Sternpunkte. Mama mia, Mario, ich hoffe, ich kann dir diese Wunsch erfüllen, aber es sind ja nur drei. Ich hätte es jetzt so gefallen, wenn es jetzt wirklich doppelt gegeben hätte. Habe ich Sternpunkte gesagt? Sorry, ich meinte Sternenergie. Du hast Sternpunkte gesagt, ja. Ja, ich meinte Sternenergie. Wenn Luigi im Publikum sind, gibt es mehr Sternenergie. Oh nee, ich muss hier auf jeden Fall mal wechseln. Pass auf, Austausch. Zack. Das frisst nicht so viele BP. Als die Bombe. Jetzt muss ich wieder ein bisschen sparsamer mit dem BP umgehen. Das nächste Level auf Dauer eine Weile. Ja, vielleicht kommt ja noch ein Heilungsblock. Nein, vielleicht aber auch nicht. Oder wir kriegen so ein BP reingedrückt. Dankeschön. Spiel. Oh nein. Also hier brauche ich auf jeden Fall Kupios Panzer, ey. Und den stelle ich auch jetzt erstmal direkt nach vorne. Oh, schon wieder ein Hater, Alter. Aber ich glaube, das kam noch nie zum Einsatz, dass ein Hater kam, als ich Kupio hatte und er ihn mit seinem Panzermove weggekickt hatte. Schöne Sache, Freunde. So. Ui. Ah, warte mal, ich glaube, ich habe geschnallt, wie es geht. Oder was sie von mir hier wollen, damit es geht. Alter! Alter, das ist ja mal jetzt echt dreist. Wie soll man denn auf diesen Plattformen landen? Skill? Ja, Skill, super, aber Grace reicht da nicht. Ach so. Ach so funktioniert das. Ja super, das muss auch erstmal klappen, ey. Oh meine Fresse, ey. Das Spiel will uns heute echt quälen. Aber vor allem den Pilz will ich haben. Den brauche ich. Nee, Freunde, ich würde sagen, den Scheiß skippe ich mal. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich sie habe. Oh, na also, liebe Freunde, hat's doch noch geklappt. Man muss sich einfach nur kurz links, bevor man diesen Block erreicht, fallen lassen und dann im richtigen Moment wieder die Spitze nach vorne ausrichten. Hat auch nur 100 Jahre gebraucht, also keine Sorge. Ey, so lange nun auch nicht. Und dafür im Gegenzug werden wir den Superpilz wegwerfen.
Weil der füllt ja auch 10 KP auf, genau wie der Lebenspilz, aber es wird einer, der stirbt, wiederbelebt. Das ist zigmal wertvoller. Jetzt habe ich immerhin schon mal 2. Und dadurch wird es jetzt auch ein bisschen leichter, oder? Bisschen, ja. Ey, stell dir mal vor, ich würde hier nur mit einem weitermachen, ey. Ich glaube, das wäre ein bisschen too much, ne? Ja, auch von Anfang an. Hättest du auch von Anfang an mit 2 hier reingehen können. Tja. Und natürlich, liebe Freunde, warten weitere Gegner auf uns. Wie könnte es auch anders sein? Ruhe vor dem Sturm. Ich würde sagen, ich fange mit diesem Vogel hier an. Nee, Kray, sorry, du musst dich mal ein bisschen entspannen. Weil ich glaube, Bad Omb müsste ausreichen, um ihn hier auszulocken. Bitte mach 3 Damage, komm. Okay, ich hatte richtig in Erinnerung, macht er wirklich. Natürlich reiche ich aus, was erwartest du, Mario? Hä? Kuppel? Was ist das denn jetzt? Jetzt sagt nicht, der hat sich vervierfacht. Er hat nur Doppelgänger erschaffen. Okay, Freunde, dann kann ich ja mal diesen hier testen. Ah, okay, ich hab den richtigen. Oh, die Treppe! Jetzt kriegt er noch einen Eimer auf die Fresse, Alter. Was ist denn mit dem nicht richtig? Ja, und das hat ihm wohl gar nicht gefallen. Als ob es irgendjemandem gefällt, der eine Treppe ins Gesicht kriegt. Und dann noch einen Eimer in die Fresse, richtig. Okay, aber leider nicht geklappt. Wir haben ihn. Hoi. Schöne Sache, Leute. Diese Gegner können echt nervig sein, wenn sie sich besitzen. Und dabei war der Fokus eigentlich auf den Kettenhund gelegt. Genau. Oh, warte mal. Jetzt gibt's wieder Rätselchen. Oder bleibt das Ding? Oder läuft das auf Zeit? Es läuft auf Zeit. Oh! Crazy, ich hab ne Idee. Also wenn du das nicht schaffst, mein kleiner Süßer, dann schafft es niemand. Let's go. Wenn ich endlich meine Millionen bekomme. Wenn ich jetzt direkt drauf drücke. Okay. So, let's go, Kleiner. Komm. Du kriegst Streicheleinheiten, sagen wir mal so. Ich will aber Millionen. So. Fantastisch. Und das beschert uns den roten Palastschlüssel. Boah. Ist ganz schön knackig hier, ey, wirklich. Klar, jetzt ja auch das Finale. Ja, aber Freunde, langsam kann es wirklich mal zum Abschluss langsam aber sicher kommen. So. Aber ich glaube, allzu viel gibt's wahrscheinlich hier nicht mehr. Oh nein. Äonenpalast, Vorzimmer. Ist das eine gute Sache? Kommt drauf an, wie du siehst. Die brauchen wir eigentlich nicht, ne? Die können wir wegwerfen. Aber wenn das hier ein Vorzimmer ist, Freunde, dann ist das wahrscheinlich keine gute Sache. Oh. Jetzt muss ich entscheiden, Craze.
Ultrapilz. Kann man dafür für den Ultrapilz einen Sternwind wegwerfen? Schwierig. Also Kraftpunch würde ich auf jeden Fall aufbewahren. Die Gelee Royals, Digga, die behalte ich sowas von. Ich habe halt leider nur 5. Und du hast ja gesehen, ich habe schon 2 beim Schattentrio verballern müssen. No risk, no fun, liebe Freunde. Ich werfe einen Sternwind weg. Ja, eigentlich ist es ja sogar sicherer, wenn du den Ultrapilz mitnimmst, aber... Richtig, als ein Sternenpilz. Oh, guck mal! Jetzt muss ich wieder eine schwere Entscheidung treffen. Ich würde den Kraftpunsch, ich würde einen Kraftpunsch wegwerfen. Na okay, ausnahmsweise, aber nur ein. Aber Freunde, das sieht echt nicht gut aus, was jetzt hier kommen könnte. Deshalb würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Und wer weiß, vielleicht wartet schon im nächsten Part der Bosskampf auf uns. Also seid gespannt, was erwarten wird in der nächsten Paper Mario 2, die Legende von Eontor-Folge. Ciao. Unbedingt einschalten.